Mittel, Alter! Kann das zusammenpassen? Liebesgedichte schreiben und gleichzeitig auf einen Kreuzzug ziehen, in blutige Kämpfe verwickelt werden? Ja, das geht. Und das zeigen zwei Ritter, die sowohl Minnelieder gedichtet haben, als auch zu kämpfen verstanden. Die Rede ist von Friedrich von Hausen und Otto von Bodenlauben. Und ihre Geschichte, die gibt's in diesem Video. Über Friedrich von Hausen ist uns wenig bekannt. Ort und Datum seiner Geburt sind unklar. Was wissen wir überhaupt über ihn? Wir wissen, dass er der Sohn des staufischen Freiherrn Walter von Hausen war. Und der war im Umkreis von Kaiser Friedrich I. Barbarossa. Stammsitz der Familie war die Burg Rheinhausen an der Mündung des Neckars in den Rhein. Aber Achtung, diese Neckarmündung, die ist heute woanders, als sie damals war. Heute steht dort die Stadt Mannheim und wer sich dort auskennt, es ist die Schwetzinger Stadt mit den Straßen Rheinhäuserstraße und Burgstraße. Und da muss diese Burg wohl gestanden haben. Urkunden belegen Friedrich von Hausen zwischen 1171 und 1190. Wir wissen auch, dass er beim berühmten Mainzer Hoffest von 1184 anwesend war und spätestens ein Jahr später war er selbst im Umkreis des Kaisers. Friedrich von Hausen war ein Ministeriale, heute würde man sagen ein hoher Beamter am Hof Kaiser Friedrichs I. Mehr noch, die im Jahr 1200 entstandene Chroniker Hannoniense nennt ihn einen Familiares et Secretarii, also einen sehr engen Vertrauten des Kaisers. Friedrich von Hausen begleitete Kaiser Barbarossa auf dem dritten Kreuzzug, der im Jahr 1189 begann. Diese Miniatur aus der großen Heidelberger Liederhandschrift zeigt ihn auf der Überfahrt ins Heilige Land. Ja, dieser dritte Kreuzzug, das ist wohl der berühmteste. Denn neben dem römisch-deutschen Kaiser waren seine Anführer der englische König Richard I. Löwenherz und der französische König Philipp II. Der Kreuzzug endete 1192 mit einem Friedensvertrag. Hinter mir seht ihr jetzt die türkische Stadt Akşehir und die sie umgebenden Berge. Zur Zeit Friedrichs von Hausen hieß sie Philomenium oder Philomenion, je nachdem, ob man es lateinisch oder griechisch aussprechen möchte. Am 6. Mai 1190 starb Friedrich von Hausen hier in der Gegend nach dem Sturz von einem Pferd. Und dieser Sturz geschah bei der Verfolgung von feindlichen Rumseldschuken. Das heißt, Friedrich von Hausen war selbst in die Kämpfe des Kreuzzugs verwickelt. Er starb nur wenige Wochen vor seinem Kaiser, denn bekanntlich ist ja Friedrich I. Barbarossa im Fluss Salef ertrunken. Friedrich von Hausen war der bedeutendste Vertreter des sogenannten rheinischen Minnesangs, der in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts im Umkreis des staufischen Hofes entstand. Aus Frankreich wurde das Konzept der hohen Minne übernommen, das heißt die Anbetung einer höher gestellten Dame und diese Anbetung wird niemals Erfüllung finden. Viele Dichter folgten Friedrich von Hausen und es entstand eine Art Hausenschule, so wird es in der Germanistik genannt. Sein bekanntestes Lied ist Mein Herze und Mein Lieb die Wellen scheiden. Und daraus zitiere ich euch jetzt mal ein paar Verse. Mein Herze und Mein Lieb die Wellen scheiden, die miteinander waren nun mannige Zeit. Der Lieb will gerne fechten an die Heiden, so hat jedoch das Herz erwählt ein Wieb vor all der Welt. Das mürt mich jemals sieht, dass sie einander nicht folgend beide. Also frei übersetzt, mein Herz und mein Körper, die müssen sich jetzt trennen. Sie waren lange Zeit gemeinsam. Der Körper möchte jetzt gerne gegen die Heiden kämpfen, doch das Herz hat sich vor allem anderen in der Welt eine Frau erwählt. Ja, und das betrübt mich seit jener Zeit, dass die beiden eben nicht miteinander gehen können. Das ist ein sogenanntes Kreuzlied. Kreuzlieder entstanden vor allem während des dritten und vierten Kreuzzugs und sie thematisieren eigentlich ja, Trennung, Abschied und das Nicht-Zusammenpassen von Gottesliebe, denn Kreuzzug ist eine Art Gottesliebe, Gottesdienst und der Liebe zu einer Frau. Die Kreuzlieder sind allerdings keine Propagandalieder, sondern wie man an diesem Beispiel sehr gut erkennen kann, eigentlich Minnelieder mit einer gewissen Kreuzzugsthematik.
Kommen wir nun zu Otto von Bothen-Lauben, der eigentlich Graf Otto von Henneberg heißt. Urkundlich bezeugt ist er zwischen 1197 und 1244. Er zog nach dem dritten Kreuzzug, also nach 1192, ins Heilige Land. 1208 heiratete er Beatrix von Courtenay. Das war die Tochter des Seneschalls, des Königs von Jerusalem. Und durch diese Hochzeit erlangte er Ländereien rund um die Städte Akkon und Tyrus. Zwischen 1196 oder 97 und 1230 ist er als vielseitiger Minnesänger belegt. Er dichtete auch ein Kreuzlied und gehört zu der Hausenschule, die ich vorhin schon erwähnt habe. Ja, 1220 verkaufte Otto von Bothen-Lauben seine Ländereien an den Deutschen Orden und kehrte ins Reich zurück, wo er sich dann im Umkreis des Kaiserhofs bewegte. Warum er das getan hat, das ist unbekannt. 1231 gründet er das Kloster Frauenroth. Ihr seht hinter mir noch die Klosterkirche. Er verkaufte dann seine Burg Bothen-Lauben und zog sich mit seiner Frau in das Kloster zurück. Er dürfte vor dem 7. Februar 1245 gestorben sein, denn an diesem Tag wird seine Frau als Witwe beurkundet. Sein Grab befindet sich in der Klosterkirche Frauenroth. Ja, zwei Beispiele von zwei Rittern, die den Spagat zwischen Minnedienst und Minneliedern und Kreuzzugsgedanken geschafft haben. Tja, zwei spannende Geschichten, zwei spannende Autoren. Noch viel mehr gibt es zu erzählen über die Literatur des Mittelalters und das tue ich in vielen Videos auf diesem Kanal. Schaut euch dazu die Playlist an oder am besten, wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert meinen Kanal und verpasst kein neues Video mehr. Ich freue mich auf euch.